Gut, nicht die Woche der 25, aber die Woche der 5 definitiv. Sag und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FC Liverpool Karrieremodus. Und zwar ist es die richtig 15. heute hier am Start nach langer Abstinenz, nach langer Zeit auf Malta, nach langer Zeit ohne diese beiden beliebtesten Karrieremodi hier auf dem Kanal, gibt es heute die nächste Episode. Und wenn euch das gefällt und wenn ihr euch darüber freut, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vielleicht packt das ja die Likes zu knacken, die ihr letztes Mal auf dem Dortmund Karrieremodus hattet. Ich bin gespannt, ob er das hinbekommt. Ja, mal sehen, welcher Karrieremodus hier beliebter ist. Also, je nachdem, was ihr mehr feiert, haut den Daumen nach oben raus. Ihr seht, wir sind am Transfer Deadline Day und darum soll es auch heute gehen. Wir gucken direkt mal in den Kalender, was noch so abgehen wird. Wir spielen zunächst einmal, naja, nichts mehr im Januar. Dann geht es in den International Break und zwar gegen Russland und gegen Frankreich. Dann spielen wir gegen die Tottenham Hotspurs. Dann geht es in der Champions League simuliert gegen Midtjylland. Dann geht es gegen Swansea und dann spielen wir noch gegen den FC Chelsea. Ihr erinnert euch eventuell, vor 3 Jahren war es, glaube ich, nee, vor 2 Jahren. Hier in dem Karrieremodus sind es auch 2 Jahre dann. Hat noch Stevie G den Slippy G gemacht. Allerdings natürlich nicht am Anfang der Saison, sondern am Ende der Saison. Dieses Mal hat er am Anfang nicht die Gelegenheit, weil er nicht mehr bei uns spielt. Aber wir wollen uns immer noch dafür rechnen, dass wir uns damals die Videochance genommen haben, auch wenn wir es ja letztes Jahr geschafft haben, jetzt hier im Karrieremodus. In der Videobeschreibung sind Links zu IG Vault für günstige Münzen, Instagram, Twitter, Facebook, mein neues Merchandise. Ist ebenfalls in der Beschreibung verlinkt, schaut auf jeden Fall vorbei. Hier seht ihr beispielsweise ein Beispiel-T-Shirt und ja, auch FIFA 17 könnt ihr euch davor bestellen. Einfach mal unten reingucken, würde ich mich drüber freuen. Aber da Transfer Deadline Day ist, oh mein Gott, mein Englisch ist schon weg, nachdem ich einen Tag wieder da bin, habe ich mir gedacht, wir müssen nochmal was machen. Ich habe ja gefragt, soll ich mir Barschum Drawski holen oder keine Ahnung, oder Gigi Donnarumma, und allein wegen diesem unaussprechlichen Namen von dem Polen habe ich mich jetzt im Endeffekt entschieden, wenn Mailand annimmt, dass ich den Donnarumma nehme. Und dazu habt ihr gesagt, beziehungsweise wurde angemerkt, Max, irgendwie auf der 6er Position bist du nicht so stark besetzt. Also mit Laporte jetzt ein klasse Innenverteidiger, aber auf der 6 hapert es noch ein bisschen. Und das stimmt, denn da haben wir Saul und Pastore, das sind keine reinen 6er, als Ersatz eigentlich nur Milner, also wirklich, und Schande in der Innenverteidigung eingeplant ist. Und dementsprechend habe ich mich für Grzegorz Krychowiak entschieden, der hier noch bei Sevilla spielt, mittlerweile ja bei PSG in Realität. Und den werden wir versuchen, noch von Sevilla loszueisen, um eventuell nochmal eine richtig geniale Option für die 6er-Position zu haben. 20 Millionen biete ich erstmal, wir haben nur 6 Stunden Zeit, wir müssen direkt ein bisschen optimistischer an die Sache rangehen. Wir haben jetzt hier übrigens wieder, komm Max, du bist so like-geil, Montana Black hat dazu auf seinem Spontana Black-Kanal, wenn ich mich recht erinnere, nee, auf dem Montana Black-Kanal, ein sehr interessantes, ein sehr schönes Video gemacht und da solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn euch das ganze Thema oder meine Einstellung dazu noch interessiert, denn, naja, Monta hat das ehrlich gesagt ziemlich gut beschrieben da. Ihr seht es bereits, beide Keeper haben angenommen, sowohl Drawski als auch Donnarumma, aber ich habe ja gerade schon gesagt, wir entscheiden uns natürlich für Gigi Donnarumma und holen uns den 17-jährigen Top-Torhüter vom AC Mailand. 47 Millionen bietet uns der AC Florenz für Dimitri Payet, 57, ich wäre einverstanden. Das Problem ist, Sevilla muss uns jetzt antworten oder wir kriegen ihn nicht, weil die Zeit abgelaufen ist. Deswegen versuche ich jetzt verzweifelt nochmal eine Alternative zu suchen. Mir fällt nur gar keiner ein. Eine Sekunde. Sevilla hat ein Angebot, ja, über 28 für Krychowiak erhalten und sie haben ja auch nicht geantwortet. Dementsprechend ist der Transfer leider vom Tisch und wir werden uns da nicht verstärken. Ein bisschen schade, da müssen wir aber noch mehr auf die Jugend bauen, und zwar beispielsweise auf Gomez oder halt auch Spieler auf der Jugendmannschaft, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe. Die müssen wir erstmal angucken. Und auch Juventus Turin hat für Khedira nicht mehr geantwortet. Dementsprechend holen wir keinen neuen Spieler, sondern haben direkt mal eine Trainingsverletzung. Klein fällt für 2 Monate mit einer Innenbandverletzung aus. Na, das ist natürlich herrlich. Die Relevanz ist aber zumindest minimal erstmal nicht gegeben, denn wir spielen in der WM-Qualifikation gegen die russische Nationalmannschaft. Russland, Frankreich erinnert mich irgendwie ein bisschen an Dortmund-Karrieremodus, nur dass es hier im Idealfall besser laufen sollte. Wir springen direkt keine Simulation. Ihr seht die Startelf auf der linken Seite, unter anderem mit Lazaro als Rechtsverteidiger. Mal sehen, wie es funktionieren wird gegen die Russen. 1:1, das ist ein anständiges Ergebnis. Frankreich hat das erste Spiel 3:1 gegen Rumänien gewonnen. Mal sehen, ob wir gegen die was ausrichten können. Wir spielen immerhin zu Hause. Das ist normalerweise ein recht gutes Zeichen. Spielen vorne mit Payet, unserem französischen Flügelspieler, Griezmann, Sissoko, Pogba, Diarra. Wir führen durch Sabitzer. Das ist sehr, sehr schön. Das wäre auch ein interessanter Mann gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde den tierisch gut. Auch in Realität. Payet macht den Ausgleich. Sissoko, der ehemalige Magpie, mittlerweile bei den Spurs in Realität, kriegt hier die rote Karte. Pogba macht das 2:1. Und wir können leider nichts mehr mitnehmen. Schade. Das wäre echt gut gewesen jetzt.
jetzt hier zum Auftakt. Rumänien verliert wieder 3, diesmal gegen Dänemark. Der Kollege spielt hier mittlerweile beim FC Toulouse, hat eine 74, ist 22 Jahre alt. Irgendwie nicht wirklich gestiegen, weiß nicht warum. Wie unsere Jugendmannschaft aussieht, wir hatten gar keine Scouts. Nicht einen einzigen, ich weiß nicht, was da los war. Aber irgendwie habe ich das wohl verpeilt. Das haben wir direkt mal einen für 6 Monate. Da haben wir noch einen 5-Sterne-Scout, jawohl. Einen Griechen, den packen wir natürlich dann logischerweise nach Griechenland. Ich mache das immer die ersten Male so, dass ich die in ihre Heimat schicke. Außer, dass ich einen mal ganz gerne in Brasilien habe. Jetzt haben wir aber hier gar keinen guten mehr, deswegen warte ich mit denen noch. Simuliertes Training, was kommt bei rum? Boskagli oder Boskali oder... Ich habe doch keine Ahnung. Olivier steigt und Musonda steigt auch auf das Rating, was ein FIFA 17 haben wird. Sehr schön. Passt ja auch, weil wir gerade im September 2016 sind, also relativ real in der Zeit jetzt. Sogar exakt. Heute ist Dienstag, aber jetzt waren wir gerade heute für euch. Egal. Die White Hart Lane. Wir sind am Start gegen den FC Liverpool. Mit dem FC Liverpool, also die White Hart Lane gegen den FC Liverpool, ist ja auch egal. Wir gucken uns einfach direkt mal die Aufstellung an. Das erinnert mich übrigens gerade hier an ein Video. Ich habe es letztens auf Twitter auch angekündigt. Wenn ich nach England gehe, ich freue mich tierisch auf die Gesänge. Und Tottenham hat mal 4-0 gegen Liverpool zurückgelegen. Und was wurde gesungen? You only scored 4. You only scored 4. How shit must you be? You only scored 4. Das wollen wir heute auch machen. Spielerdebüt, Aymeric Laporte. Vamonos. Aufstellung habe ich jetzt nicht gezeigt. Weiß nicht warum. Cancelo hat seine Chance nicht bekommen, obwohl Klein verletzt ist, weil er schlecht in Form ist. Deswegen spielt Can rechts und naja, Laporte in der Mitte. Sonst hat sich irgendwie nicht wirklich was geändert. Also macht euch keine Gedanken. Und bei den Spurs, das werden wir schon sehen. Aber erstmal kommt Douglas Costa und wir kommentieren das gleich hier direkt mal die Anfangsphase, denn das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Das ist Daniel Sturridge, unser Stürmer. Spielt den Ball in den Lauf von Saul Niguez und Jori ist da. Erik Lamela, ein unglaublich genialer Spieler, wie ich finde. Kann er die Flanke reinbringen, aber nicht zum Erfolg. Und das war ein ganz schwacher Abwurf von mir. Aber das Ganze wird geklärt und wir kommen in eine gute, eventuell Kontersituation über Sturridge. Und jetzt der gute Ball auf Douglas Costa. Und der ist ja nicht schneller als Kyle Walker, aber ein Vorsprung. Und jetzt gehen wir in die Mitte zurück. Jetzt machen wir den... Ah, Mackie, Spin. Ich sollte mir im Karrieremodus keine Fives das genau holen. Ah, Boskali, wunderbar. Okay, das Ganze nehme ich zurück. Ah, und dann der Pass auf Sturridge, der nicht kontrollieren kann. So, jetzt mal Bell, von dem ist ja noch nichts zu sehen, weil gar nichts über die rechte Seite geht. Gegen seinen Ex-Verein hier heute hat das gerade gut gemacht. Und jetzt Götze, der Pass war nicht gut auf Sturridge. Schreibt mir übrigens mal in die Kommentare, welchen Kader findet ihr krasser bzw. besser? Den von Dortmund oder den hier von den Spurs, weil eigentlich, von Liverpool, weil eigentlich ist die Sache ja logisch, oder? Ich meine, guckt euch das mal an. Bell, Sturridge, Douglas Costa, Götze, Pastore, Saul. Wahnsinn. Oh, Bell mit seinem Tempo, das kann er jetzt natürlich hier wunderbar ausspielen und dann ist Davies doch da, sein Landsmann, und kann ihn dann auch aufhalten. Pastore und Sturridge und der ist viel zu schnell für Alderweireld und der ist alleine vor Jori. Oh, shit. Den darfst du nicht unterschätzen, der hat nicht umsonst 88 in FIFA 17, Riesenchance, vereitelt vom Keeper der Spurs. Wahnsinnsreflex, Chowna-like. Oh, Douglas Costa macht das super und jetzt die Flanke in die Mitte, zweiter Pfosten, aber da ist keiner. Weil Jori natürlich da ist. Halbzeit, 0:0, bisher wenige Torchancen, abgesehen von der Riesengelegenheit von Sturridge. Ich muss aber sagen, es macht mega Spaß. Die Premier League ist in FIFA einfach die geilste Liga zum Spielen, einfach weil alles auch so realistisch aussieht und weil die Stadien lizenziert sind und so weiter und so fort. Zweiter Durchgang muss trotzdem jetzt viel mehr gehen bei uns. Und da ist jetzt mal Gareth Bale und der wird gefoult und das gibt einen Freischuss in guter Position. Allerdings nicht für eine direkte Variante, deswegen spielen wir das kurz mit Douglas Costa und der in die Mitte. Und da ist Mario Götze und da ist Pastore und da kommt keiner ran. Aber Saul Niguez nochmal, kann sich da durchsetzen. Ja, bleibt am Ball auf Pastore, der auf Douglas Costa, der ist am Ball, kann nicht schießen. Götze kommt auch nicht ran. Ja, aber hektische Anfangsphase hier. Costa, Sturridge, Sturridge, 1:0 Abseits. Tor zählt nicht, Daniel Sturridge stand im Abseits. Müssen wir uns nochmal angucken. Eindeutige Geschichte. Riesengelegenheit eventuell für Saul. Und das gibt vielleicht auch Rot. Es gab nur Gelb zu Recht, es stand ja noch einer bei, aber Gareth Bale mit einer Gelegenheit per Freistoß und die kann er, aber das war nix. Das war gar nichts und das war ganz, ganz schwach. Saul wieder mit viel Platz, jetzt vielleicht die Gelegenheit. Schnell genug ist er, der Ball auf Sturridge. Ah, warum spiele ich da nochmal ab, der hätte ich schießen sollen. Dumm von mir. Wieder Saul. Ah. Oh, setzt sich klasse durch gegen Jan Vertonghen. Jetzt muss der Abschluss kommen, Lattenkreuz nochmal nachgesetzt. Knapp vorbei, es soll nicht sein bisher.
Er heißt übrigens wirklich Saul, das sieht man am Akzent. Er geht jetzt aber raus, Teixeira und Musonda kommen für Götze und ja, eben Saul. Emre Can mit der Balleroberung, jetzt raus auf Bale. Wunderbar gespielt, klasse gemacht, allerdings ist keiner wirklich da, den man anspielen könnte. Und diesmal war es Alderweireld, ich weiß nicht, nein, es war wieder Davies, der Bale das Leben da zur Hölle macht. Und wieder Bale, aber der hat keine Anspielstation in der Offensive, deswegen zurück auf Javier Pastore. Pastore! Versuch's zumindest. Nochmal Bale freigespielt, aber Davies ist so bockstark heute, es ist unglaublich. Jonathan Lecco eingewechselt für Sturridge und der ist schneller als Walker. Guck mal an, wie der davonzieht. Zieht in die Mitte, macht das gut. Jetzt der Pass, warum auf ihn? Warum auf den hinteren? Nein, das wäre die Chance gewesen, aber Can hat den Ball nochmal. Szene noch nicht vorbei. Jetzt nochmal rausgespielt auf Alberto Moreno. Aber allerdings hat er keine Anspielstation. Zurück auf Pastore, hoffentlich nicht zu weit zurück. Nein, Teixeira. Da ist Musonda. Musonda. Lecco. Eckball. Und wieder war es Davies, der zur Ecke geklärt hatte. Musonda. Das Spiel müsste jetzt wahrscheinlich vorbei sein. Nein, Fehler von Kane, aber Abpfiff. Und ich glaube, es war nochmal. Nein, es war Eric Dier diesmal dazwischen. 0 zu 0. Nicht 1 zu 0. 0 zu 0 zwischen den Spurs und Liverpool. Ein hochklassiges Spiel. Liverpool die klar bessere Mannschaft. Aber es reicht nicht zum Sieg. Schade, aber nicht schlimm. War herrlich anzusehen und hat richtig Spaß gemacht auf jeden Fall. Gegen Chelsea muss dann aber auf jeden Fall der Sieg her. Everton hat übrigens gegen United mit 1 zu 0 gewonnen. Gutes Wochenende für die Merseyside. Da meine ich im Endeffekt keine Niederlage. Für Mino ist nicht glücklich. Kann ich nachvollziehen. Dafür muss er nicht trainieren. Allerdings die anderen. Und zwar sind das richtig gute Ergebnisse. Und Lecco steht kurz vor dem Upgrade bei Schusskraft und Abschluss, was sehr wichtig ist für ihn. Wir wechseln einmal komplett durch für die Partie gegen Midtjylland. Ich hoffe, das wird uns nicht zu Verhängnis. Normalerweise sollte es aber nicht, denn eigentlich sind wir das klar bessere Team. Ich weiß, das war gerade Double Time. Regt euch nicht wieder darüber auf, dass ich zu schnell rede. Cancelo, Matip, Iori, Masuaku, Teixeira, Milner, Kent, Musonda, Payet, Firmino. Ihr merkt also sehr B11 belastet, vor allem in der Defensive. Aber vielleicht reicht es ja auswärts, ist halt immer die Frage. Roja haben wir da beispielsweise, man kennt ihn eventuell noch. Das ist ein ehemaliger 96er und ehemaliger Wiener. Sisto haben sich ja auch noch, Pione. Und nach 36 Minuten steht es auf 0 zu 0. Ich traue mich nicht auf Skip zu drücken. Aber wir gewinnen 1-0 durch Musonda. Das ist schön. Die Nummer 8 mit dem Treffer 51. Minute. Passend noch gelb-rot für Olsson. Oh, sehr schön. Und auch wenn sich unsere BF sehr gut präsentiert in der Liga, geht es trotzdem gegen Swansea mit der absoluten A11 mit einer Ausnahme. Donnarumma kriegt seine erste Gelegenheit, bei uns zu zeigen, was er drauf hat. Übrigens wird das Spiel gegen Chelsea ein absolutes Spitzenspiel, denn diesen momentan Tabellenführer auch mit 11 Punkten, genauso wie wir aus den ersten 5 Spielen. Swansea zuletzt mit einem Sieg gegen Newcastle. Normalerweise muss ich jetzt für klare Verhältnisse sorgen, haben vorne Ayew, Montero, Bernau und Ilicic sehr stark und sie machen auch das 1-0 durch Ayew. Costa hat sich verletzt nach 7 Minuten, wird aber nicht ausgewechselt, so schlimm kann es dementsprechend nicht sein. Wir dürfen jetzt nicht verlieren, komm. Immerhin 1-1, aber das ist bei weitem nicht genug. Das kann ich eigentlich nicht akzeptieren. Wahnsinn. Leistenzerrung. Unangenehmer 7 Tage Pause ist in Ordnung. Ich trainiere hier schon seit Stunden die gleichen Spieler und es gibt ein Upgrade bei Clark Kent, Ryan Kent. Ryan Kent, nicht Clark Kent. Das ist Superman. Aber egal, sehr schön. Jetzt hat Bogdan Bedarf angemeldet, mal zu spielen. Deswegen tut er das im Capital One Cup gegen Crystal Palace. Auch hier spielen wir mehr oder weniger mit B11, beziehungsweise mit einer gemischten Elf auf jeden Fall mal. Bale ist unter anderem dabei, Sturridge auch. Aber, ja, beispielsweise auch ein Pastore, der Kapitän nicht. Wir gewinnen 1-0. Firmino, sehr schön, das ist gut. Der hat sich ja gerade noch beschwert. Der spielt ab und zu und zahlt das mit Toren zurück. Das ist gut. Jimenez ist sowas von krank. Aber nicht so krass wie dieses Spiel und die aktuelle Tabellensituation. Spitzenspiel an der Stamford Bridge, der erste gegen den dritten. Zweiter ist Everton, unser Rivale. Und wir wollen im Idealfall an beiden vorbeiziehen. 4 Gegentore hat Chelsea bisher kassiert. Das liegt natürlich unter anderem an diesem Mann Diego Godin. Das wird eine schwere Aufgabe, den zu überwinden. Genauso wie Sokratis, der ebenfalls bei Chelsea jetzt spielt. Ivanovic, Baba noch die Verteidigung. Fabregas, Matic, William Pedro, Oscar Remy. Das ist stark. Auch wenn die Bank ebenfalls sehr gut besetzt ist, können wir da mithalten. Liverpool mit Donnarumma, Can, Laporte, Boscagli, Moreno, Saul, Pastore, Kent, Payet, Götze und Gareth Bale. Ab geht's. Es sind einige Überraschungen dabei. Definitiv Payet beispielsweise hat den Vorzug vor Musonda erhalten. Bale in der Sturmspitze, Sturridge nur auf der Bank. Ryan Kent mal wieder in der Startelf, aber dem wollte ich mal wieder eine Chance geben. Und der ist hier direkt mal am Ball und setzt sich anscheinend gegen Pedro durch. Nee, doch nicht. Oder auch doch. Und da ist Götze. Legt zurück. Ball kommt zu Payet. Payet 1-0! Was für ein Start! Dritte Spielminute. Ich wäre so gern Fußballkommentator. Das war wieder so eine perfekte Szene dafür. Kent holt sich den Ball zurück, leitet weiter auf Götze, der in den Rückraum. Und dann kommt der Ball zu Payet und der macht ein Traumtor. Absolut geniales Teil, direkt in den Winkel. Also besser kann es ja gar nicht losgehen. Was ein geiles Teil.
Donnarumma mit seiner ersten Glanztat für uns. Das war mir jetzt ein bisschen zu hektisch da hinten drin. Donnarumma kommt an diesen Ball ran und jetzt können wir eventuell uns endlich mal befreien. Chelsea hat seit dem 1:0 extrem hohen Druck gespielt und wir können uns auch nicht wirklich befreien. Jetzt aber ein Freistoß. Laporte macht hier mal den Lucio. Raus auf den Torschützen, auf Dimitri Payet, der sich da durchsetzen kann gegen Ivanovic oder halt auch nicht. Naja. Payet mit der Balleroberung und wir kriegen hier mal in meine Ecke, das ist gut. Und Götze! Eieiei! Bell mit der Ecke, das ist schon ungewöhnlich. Götzes Kopfball, das ist noch ungewöhnlicher. Diesmal kurz gespielt und Pastora hat die nächste dicke Chance, das wäre wieder ein Traumtor gewesen. Und jetzt ist Gareth Bale am Ball. Macht das gut, legt in den Rückraum. Da ist Saul, da ist Götze! 2:0! 43. Und wir führen mit 2:0. Das ist geil, das ist wunderbar. Und Chelsea hat jetzt in diesem Spiel schon die Hälfte der Tore der ganzen Saison kassiert. Wieder sehr, sehr starker vorgetragener Angriff. Saul dann mit der Chance, nachdem Bale hier schnell genug ist, um sich durchzusetzen und die Übersicht beweist. Und Götze zur richtigen Zeit am richtigen Ort und macht das Ding rein. Begovic chancenlos. Perfekt, besser geht's noch nicht. Halbzeit und wir sind sowas von gut dabei, drauf und dran die Tabellenführung zu erobern. Pastore, Balleroberung und jetzt Bale schicken. Na, der war ein bisschen zu steil, aber Begovic, der hat Probleme da. Es läuft richtig geil. Götze und da ist Ryan Kent. Oh, das war ein strammer Schuss, aber Begovic ist da. Gute Parade. Und jetzt mal eine dicke Konterchance für Chelsea. Willian ist das, der da viel, viel Platz hat. In die Mitte mit dem Fake-Shot. 2:1, Cesc Fabregas. Klasse ausgespielter Konter. Normalerweise sollte man nicht kontern dürfen, wenn man 0:2 zurückliegt. Aber das war gut gespielt und da habe ich nicht mit diesem Spaß gerechnet. Ja, Spaß, weil das war ein Scheißpass von Willian. Der Fabregas aber perfekt erreicht, keiner ist bei ihm. Und Donnarumma halt keine Chance. Oh, Bale, da kommt er fast nochmal ran. Das war eine sehr, sehr gute Aktion, eigentlich schön gespielt auf jeden Fall. Jetzt nochmal Emre Can, das ist Ryan Kent. So, gut gespielt. Ah, dann schlechter Pass. Pedro, Traumschuss, Lattenkreuz, Glück für Donnarumma und uns. Oh, jetzt wackeln wir. 90. Minute, Ballverlust Chelsea, Ballverlust Liverpool. Wenn wir den Ball nochmal bekommen, dann können wir kontern, weil sie alles nach vorne werfen. Wir dürfen allerdings nicht das Tor jetzt kassieren. Und da hat Pedro viel zu viel Platz auf der linken Außenbahn. Kann er die Flanke bringen? Nein, Emre Can ist da. Uiuiui, es gibt nur eine Minute Nachspielzeit, das heißt, das Spiel dürfte jetzt eigentlich rum sein. Und so ist es, Lecco gewinnt den letzten Kopfball, wir gewinnen mit 2:1 beim FC Chelsea. Das könnte unseren Fans definitiv gefallen haben, wir haben nicht die souveränste Leistung abgeliefert in der zweiten Halbzeit, in der ersten Halbzeit schon. Für Chelsea hat es nicht gereicht, für uns schon und vielleicht sind wir jetzt Tabellenführer. Stoke spielt unentschieden gegen Everton, wir sind Tabellenführer, geil. Herrlich, Entschuldigung. 1:0 und Training, die gleichen Spieler wie immer und gute Ergebnisse, alles in allem. Ein Spiel haben wir diese Episode noch und zwar gegen Florenz, die haben gegen PSG in unserer sehr schweren Gruppe das erste Spiel verloren mit 1:4, jetzt spielen wir zu Hause, ihr seht schon, wir haben eine sehr, sehr starke Elf mit einigen Ersatz- bzw. Rotationsspielern, sagen wir es mal lieber so, unter anderem Musonda auf links, Costa auf der 10, Götze auf der 8, Saul auf der 6, Martin in der Innenverteidigung für Laporte, der nicht ganz fit ist, Cancelo auf der rechten Seite für Can. Und vorne drin Sturridge und Bale. Und die werden uns hier hoffentlich den Sieg bescheren. Nach 20 Minuten noch nichts passiert. Zarate macht den Führungstreffer für Florenz. Sturridge macht den Ausgleich. Und wir gewinnen 2:1. Roberto Firmino wieder eingewechselt, wieder getroffen. Die Simulation, die hat er auf jeden Fall drauf. Ein herrliches Ende für diese Episode und damit hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn das der Fall sein sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schafft das eventuell Dortmund zu toppen? Ich bin gespannt. Ich kann es nicht prognostizieren. Der Kader gibt es her. Aber ob die Fans es umsetzen können, das ist die große Frage. Das ergibt keinen Sinn im realen Fußball, bei diesem Karrieremodus auf jeden Fall schon. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Videobeschreibung auschecken für mein neues Merchandise, für die ganzen Social Media Links und natürlich für IG Vault und FIFA 17 zum Vorbestellen. Die letzte Nachricht ist eine Pressekonferenz und die ja, zeigt so ein bisschen was für die nächste Episode. Es geht gegen City, das nächste Topspiel. Freut euch drauf, bis dann, passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.